Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel hier Hamburger Sportverein gegen Borussia Dortmund in unserer Managerkarriere. Und ich habe mal eine ganz kurze Frage. Wollen wir vielleicht im nächsten Spiel mal auf Weltklasse umsteigen? Vom Profi auf Weltklasse? Vielleicht. Oh, das Stadion ist knackenvoll. Halleluja. Ja, was ich fragen wollte ist, ich habe es halt immer festgestellt, irgendwie ist es auf Profi wieder ganz komisch, weil. Sind die einfach starke Clubs einfach richtig stark und denn die Schwachen sind wieder unheimlich stark oder auch schwach oder keine Ahnung. Ich habe es schon bei FIFA 14 mitbekommen, da bin ich ja auch vom Profi auf Weltklasse hergekommen und das Spiel war einfach viel realistischer, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ja, also es war viel angenehmer zu spielen. So, wie ihr seht, bin ich ein bisschen auf defensiv gegangen, also ich will hier mehr auf Konter gehen. Lasogga hat auch gefragt, ob er jetzt wieder, weil er ja so fit ist, wieder in dem Sturm ist. Und da habe ich auf jeden Fall ja gesagt. Und Kraft wollte jetzt mehr Gehalt. Ja? Von 40 ist er jetzt auf 60. Naja. So, hier sehen wir nur noch Dumbia hier in der Zugspitze. Auf dem linken. So, Mats Hummels nicht auf dem Platz. Und ja. Wenn ihr es nicht vergessen habt, zur nächsten Saison kommt, richtig, Subotic, der Innenverteidiger. Da kriegt Matip nochmal einen richtig guten Kollegen. So, Dietmar Schönlebe wird hier das Spiel pfeifen, der alte Pfeifenkopf. Und ja, da sehen wir unseren weisen Feller, ja, den Weidenverfeller. Und Dortmund mit dem Anstoß in der Intech Arena. Wir gehen auf Pressing und Ballbesitz. Nein, wir gehen auf Konterspiel. Yep. Und da geht's schon gut los. Hey, Berami, geh mal hin. Nichts gemacht. Schönes Spiel. Ja. So. Und? What the fuck, Berami? Super geil hier. Ne? Schön Rauch gemacht. So, hat er nicht ganz gekriegt und oh, er wäre gar nicht mal reingegangen, aber wir hatten Glück gehabt, dass Weidenfeller dort das nicht geahnt hat und Sokrates sah da auch nicht ganz so gut aus. Und gibt es hier eine Karte? Hm, gibt wohl keine Karte. So, Velomir Berami wird hier das Ding führen. Oh, Lasogga wollte sich durchdrücken und ihn dann mit ganz harten Schuss reinmachen. Und ja, das hat nicht ganz geklappt. Und Jomaka schreibt wieder aus den Vereinigten Staaten. Oh, er hat mir jetzt geschrieben, er kommt aus Milwaukee, Wisconsin, im Norden der USA. Mein Gott. Hello, my friend. Welcome to German TV. In the hood, motherfucker. So, Dumbia will hier vorbei, aber nein, Berami sagt, Inselhut ist hier for me, denn my English is the Wurstpapier. Ja, Shaw kam nicht ganz damit klar. Alter, willst du mich doch jetzt verarschen, oder? Matip? Ach nee, Kleber? Oh,
Oh. Ah, sehr schön gemacht wieder von der ultimativen Diekmeier. Beginnt der mit einer schönen Flanke auf Piszczek. Aber Shaw ist da. Legt sich den Ball hin. Ja. Da wird aber uns gehalten. Nee. Alles in so gut. Gut. In diesem Stadion wird keine Gewalt geduldet. Jede Zuwiderhandlung führt zu einem umgehenden Stadionverweis und möglicherweise zu strafrechtlicher Verfolgung. Da haben wir Immobile aber ganz schnell nochmal aus dem Konzept gebracht, sonst hätte das echt böse werden können. Und danke, dass Luke Shaw dort rechtzeitig da war. Hier gab es nochmal einen kleinen Augenklatscher. Oh, Piszczek lässt sich dort nicht aus der Rouson bringen. Van Dielen. Ja, Van Dielen willst du ja auch mal wissen, ne? Gegen Mkhitaryan. Oh, oh. Ganz brutales Foul. Oh, Entschuldigung. Also, das war von Lasogga nicht wirklich gewollt. Pierre Michel sieht dort auch gelb. Ja, ganz böses Foul. Das ist natürlich nicht so schön und das war auch nicht gewollt. Ich hoffe natürlich auch, dass der Mickey da nicht allzu doll getroffen wurde. Weil wir wollen ja immer noch hier ein bisschen sportlich natürlich bleiben. Ne? So. Gibt's doch nicht. So, nächstes Spiel für uns müssen wir nach Wolfsburg. Also, wie gesagt, dass es gegen Dortmund hier keine leichte Nummer wird, keine leichte Hausnummer, das war uns ja irgendwie ein bisschen klar, aber wir müssen ja auch mal zu Potte kommen. Ja. Blieb mir jetzt nichts anderes übrig, außer mal den Fernschuss. So. Und für Dortmund geht es gegen die Eintracht, gegen den wir gerade ja im Pokal gespielt haben und ganz knapp dort auch noch gewonnen haben. So, es gibt hier 3 Minuten Nachspielzeit in der MTech Arena. Ihr wisst es ja, kein FIFA-Spiel ohne Nachspielzeit. Dank EA. So, wir werden mal ein bisschen auf Offensiv gehen. Auch wenn das eigentlich nicht Bestandteil eines Konterspiels ist. So. Ich glaube, Hummels ist für Mkhitaryan gekommen, oder? Also bis jetzt das Spiel. Präsentiert von Tiepenmarkt, dem neuen Maßstab für Eleganz und Luxus. Reichtum muss nicht teuer sein. So, und so sieht es derzeitig bei den anderen Spielen aus. Und können wir mal ganz kurz gucken. Gibt es hier schon irgendwelche Spielerinfo? Ja, Mkhitaryan ist raus und Hummels ist für ihn reingekommen. So, und wollen wir jetzt Paulsen oder Bakali für Dings holen? Ich werde mal Dings holen. Ich darf das einfach nicht riskieren, uns da eine Karte. Und deswegen muss Bakali ran.
Wir haben natürlich dann auch wieder die Möglichkeit mit Mukhtar und Bakali, haben wir dort natürlich ein schnelles Team. Genau sowas. Oh, genau sowas meine ich nämlich. Schnelle Aktionen sind mit Mukhtar richtig gut und mit Bakali. Dort vorne schön gesehen von Werner, der sich da nochmal durchgesetzt hatte. Und im Nachhinein da nochmal schön rangesetzt hat. Oh. Gibt jetzt die Ecke, ne? Gibt die Ecke, natürlich gibt's die Ecke. Ja, war doch jetzt nichts gewesen. Ah, Geld für Veramo Belarabi. Berami. So, ganz beschissene Situation. So, Mats Hummels werden wir mal ein bisschen decken jetzt hier. Piszczek. Ginter. So. Hat Weidenfeller gehalten, ne? Ey, es ist schwierig jetzt. Es ist schwierig jetzt und ich muss das so mal machen. AU kann auch ZOM spielen, also nicht, dass ihr euch wundert. Ach komm jetzt. Das gibt uns ja wenigstens jetzt die Möglichkeit hier zum Auswechseln. Wow. Ja. Tor! Unser Bakali. Er setzt sich durch und das meinte ich halt. Dieses Konterspiel halt. Dieses schnelle Umschaltspiel. Da wäre ein Lasogga halt nicht hingekommen. Auch wenn er so wichtig ist für uns. Aber ein Bakali hat einfach das Sprinttempo. Ja. Und dann auch mit seiner 77er Gesamtstärke. Ist einfach nicht aufzuhalten. Zakaria Baka. Sein viertes Saisontor. So, ich gehe mal wieder auf ausgeglichen. Okay, wieso Müller den jetzt nicht irgendwie gekriegt hat, sonst hechten sie ja auch immer in die Höhe.
Er hat sich verletzt, aber er hat noch ein Tor gemacht. Shit. Das ist natürlich jetzt ganz böse. 76. Minute. Ziehen wir ihn mal von der Stürmerposition weg. Nix, nix, nix. Was? Was war da jetzt los gewesen? Wieso hat er den Ball nicht angenommen? So. Mandorn, Michael Mandorn soll jetzt für Immobile und den letzten konnte ich nicht dran sehen. Wer ist denn bitteschön Mandorn? Wenn ihr den kennt, bitte in die Kommentare schreiben. Und da ist er, Subotic. Er wird bald nämlich bei uns spielen. Alles super. Was jetzt? Da versucht Piszczek hier noch den verletzten Bakali. Und da sieht er rot. Er sieht rot. Lukas Piszczek sieht in der 90. Minute rot. Das habe ich gar nicht so dolle gesehen, was da passiert ist. Also das ist auf keinen Fall rot. Also da muss ich mal wirklich ganz ehrlich sagen, da hat der Schiedsrichter eindeutig übertrieben. Und ja, ist natürlich jetzt bitter. Ne? Mkhitaryan verletzt, Piszczek rot. Also das ist alles andere als ein Topspiel hier. Und da ist es zu Ende. Ein super Sieg für uns. 2:0 zu Hause gegen den BVB. Und ja, ein bisschen blöd, dass Bakali jetzt wohl verletzt ist. Und wir gucken mal ganz schnell rein, ob er sich denn wirklich verletzt hat oder ob es nur wieder so ein ganz komisches Ding ist. Letzte Partie. Hey, danke, dass ich spielen habe. Ich habe mich gut geschlagen. Hast du auf jeden Fall. Und wir gucken mal ganz kurz. Nö. Das war wieder mal nur irgendwie so eine ganz komische Aktion. Und von daher, ja, sah der Abtrünnige. Weil er ja mal da gespielt hatte. So, Vertrag wurde abgelehnt. Er will natürlich eine viel bessere Rolle. Wie soll es denn auch... Ach, wie soll es denn auch wieder anders sein? Ey, diese verwöhnten kleinen Schnackers, Alter. Ja, ups, nee.
Wichtige Stammspiele. Habe ich geschrieben. Ich habe doch wichtig. Sie wollen alle essentielle Stammspieler werden. Es ist zum Kotzen. Sonst lehnen sie alle immer die Verträge ab. Es ist immer wieder zum Kotzen. So, Info zur Vertragsverlängerung. Ja, das genügt ihnen natürlich wieder. Ich freue mich über die Vertragsverlängerung. So, Frankreich ist mir jetzt so ein bisschen egal. Tengelmann haben sie ein bisschen geguckt. William Torres ist jetzt auch. Ja, das ist IV. Wieso wollten wir den nochmal? Ach, der Vertrag läuft in 5 Monaten aus. Der hat nur einen Wert von 60.000. Ja, aber wieso sollten wir den nochmal? Ganz komisch. Ich weiß es nicht. Deswegen werde ich ihn auch aus dem Bericht entfernen. So. Ich sag nochmal Lubben. Und ihr könnt jetzt Folgendes machen. Ihr könnt jetzt reinschreiben. Welche Aufstellung wollen wir gegen die Wölfe nehmen und wollen wir mal auf Weltklasse spielen? Ja? Schreibt es in die Kommentare und ich würde ganz gerne wissen, wie hat euch das heutige Spiel gegen den BVB gefallen? Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da. Damit unterstützt ihr mich auf jeden Fall und ganz viele Kommentare. Also bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und haut rein.